So Leute, da sind wir beim nächsten Booster Opening und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe mir gerade ein paar Minuten freigeschaufelt, um mit euch neue Booster aufzumachen. Und zwar Dungeon of the Dragons Abenteuer in den Forgotten Realms. Was auch immer dieses Denglisch soll. Ja, gucken wir uns Magic the Gathering Forgotten Realms an. Forgotten Realms hat jetzt echt nicht so gut abgeschnitten, meiner Meinung nach. Und auch wenn viele Leute sagen, sie mögen das Set, wegen dem Flavor-Style und so weiter und wegen dem Low-Power-Level, für mich als Turnierspieler, als Spieler, der gerne Power-Creeps sieht, what the fuck? Ja, ist, glaube ich, sogar noch unter Kaldheim vom Value und vom Spielspaß für mich unter Kamigawa. Das sollte schon alles sagen, was ich von diesem Set halte, leider Gottes. Wir haben einen Sumpf mit Text. Warum auch immer da ein Text drauf muss? Ja, die Idee ist cool. Mich catcht es völlig auf Guard, weil ich jedes Mal denke, der Sumpf hat irgendeinen Effekt, weil ich die Artworks auch gar nicht gewöhnt bin. Dann haben wir diese wunderschönen Sketcher. Die finde ich tatsächlich ganz, ganz cool. Mit diesem gelben Hintergrund. Wir haben hier Drella Sara, die Mondtänzerin. Ein grünes, ein weißes 2-2. Wenn wir Lebenspunkte halten, legen wir eine +1/+1 Mark auf den und wenden Hellsicht 1 an. Dann haben wir Luftkult-Elemental. 6 Mana, 2-5, fliegend. Und wenn er ins Spiel kommt, bringen wir eine andere Kreatur und so weiter auf die Hand. Nicht so geil. Raffinierter Beschwörer. Gnom-Zauberer. 3 Mana, 2-3 mit Magierhand. Tappen. Wir enttappen eine bleibende Karte unserer Wahl, die nicht raffinierter Beschwörer heißt und können das nur aktivieren mit der Fähigkeit. Diese Magierhand ist keine Fähigkeit, sie ist einfach nur ein Flavortext, der dazugehört, genau wie hier das Wirbelwind. Dann Weg finden. 3 Mana verzauber ein Land. Wenn der ins Spiel kommt, wage dich ins Gewölbe. Also wir betreten einen Dungeon. Und das Ding hat Tappen für 2 grüne Mana. Wichtig, by the way, bei den Dungeons ist es so, lest euch bitte die englischen Texte durch. Die deutschen sind tatsächlich falsch übersetzt worden. Danke dafür, Wizards. Dann haben wir Hammer, Pascha, Ruinensucherin. 3 Mana, 2-3 und Raumfähigkeiten von Gewölben, die wir kontrollieren, werden dann zusätzlich mal ausgelöst. Sehr, sehr mächtig, sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir einen grimmigen Wanderer. Oh mein Gott, ich weiß, wer den haben will. 2 Mana, 5-3 aufblitzen und tragische Vorgeschichte. Ja, auch hier, das ist keine Fähigkeit. Wirke diesen Zauberspruch nur, falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist. 2 Mana, 5-3 Flash, Goblin Hexenmeister. Hot. Ihr trefft euch in der Taverne. 4 Mana Hexerei, wir bestimmen 1. Entweder bleiben wir bei der Gruppe und schauen uns die obersten 5 Karten in unserer Bibliothek an und wir können eine beliebige Anzahl an Kreaturenkarten davon vorzeigen, sie auf die Hand nehmen und den Rest unter unser Deck legen. Oder wir fangen eine Schlägerei an und Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Super schön Flavor-Weiß, auch hier mit dem Reden. Ich habe ja sehr viel Pen and Paper gespielt und deshalb ist das was ich ganz cool finde. Ich verstehe halt nur nicht, warum die Karten so, glaube ich, bad sein müssen. 7 Mana, 8, 7 Purpurwurm. Ein Würmchen. Auch ein sehr gefährlicher Gegner, by the way. Zauberspruch. Dieser Zauberspruch kostet 2 Mana weniger, wenn in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist. Mit Abwehr 2. Abwehr heißt, immer wenn diese Kreatur Ziel von Zauber der Fähigkeiten wird, dann die einen Gegner kontrolliert, dann muss der 2 Mana bezahlen oder halt in dem Fall 2 Mana, sonst was anderes. Nennt sich Ward im Englischen, glaube ich. Dann haben wir reisende Troubadourin. Oh Gott, Troubadourin, geil. 4 Mana, 4-2, Drache, Bade. Zu Beginn des Endsegments, falls in dem Zug ein Land oder Neutron ins Spiel gekommen ist, adventuren wir im Gewölbe, also wagen uns in das Gewölbe ein. Die deutsche Übersetzung ist unendlich scheiße in diesem Set, weil sie sich halt ganz viel an D&D gehalten haben. Jeder, der D&D liebt, wird jetzt sagen, nein, die ist voll toll. Und ich sage, ja, bestimmt, weil die D&D-Bücher in Deutsch auch so toll sind. Nicht. Also ich weiß nicht, wie sie Dungeon in Gewölbe... Egal. Dann haben wir Mordenkain. 6 Mana, 5 Marken, Planeswalker. +2, wir ziehen 2 Karten, legen dann eine Karte von unserer Hand unter die Bibliothek. Für -2 erzeugen wir einen blauen Hund Illusionskreaturenspielstein mit Stärke und Widerstandskraft gleich der doppelten Handkarten auf unserer Hand. Der ist nicht legendär. Nice. Und -10, wir tauschen unsere Hand in unsere Bibliothek und mischen danach. Du kannst das, du hast danach ein Emblem mit, du hast keine maximale Handkanzahl. Ja. Das untere ist wie ein Jace, nur dass man es auf sich selber macht. Und normalerweise ist das untere, der untere Effekt eine Win-Option. Naja. Dann haben wir angeheuerte Fluchklinge. 202-2, 11 Hexenmeister. Wenn ihr ins Spiel kommt, falls Mana von einem Schatz ausgegeben wurde, verliert man eine Karte und verliert man einen Lebenspunkt, zieht eine Karte. So ist es richtig. Und haben wir eine Liste? Nein, wir haben einen wunderschönen Wolf.
Was ist die Liste? In eins von wir Sandboostern sind eine Handvoll. Ach, wunderschön, dass sie das mittlerweile auch erklären. Schade, dass nur keine Liste gerade drin ist. Und in den Boostern, wo eine Listkarte drin ist, kann man diese Anleitung nicht finden. Nice. Grausam. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.